So. Nächste Rede. Ah, das in Ulda war so ein bisschen Geweine, ne? Komm unbedingt zu uns, hi, mi, mi, mi. Mal gucken, was die hier sagen. Mein Sohn war damals auch dabei. Die Saatseher. Alle drei sind erschienen. Man soll ja bei jedem Schritt über Leichen gestolpert sein. Vor langer Zeit, 500 Jahre ist es her. Ach, ich muss wieder klicken. Aus Furcht vor den Gebietern des Waldes verbargen wir uns in dunklen Höhlen, bis sie uns schließlich erlaubten, im Wald unsere Heimat zu gründen. Das war der Beginn der Waldstadt Gridania, in der die Juan und Allison in friedlicher Eintracht lebten. Wir haben uns würdig erwiesen, würdig des Vertrauens der Gebieter. Stets mit Respekt vor dem Wald säten wir die Samen der Zivilisation und bald bereicherten auch andere Völker unsere Gemeinschaft. Die Göttin Nofika segnete uns mit reichen Gaben und Gridania blühte und gedieh. Siehst du die Flagge von Gridania? Hinter der Saatseherin? Da sind sie wieder. Die beiden verwundenen Schlangen sind Symbole für die Juran und die Elesin. Die Elesin. Wir strebten nach heiligem Frieden, doch er währte nur allzu kurz. Eine finstere Macht kam, um Eosea zu erobern. Die Galear. Die Galear. Nofika weiß, wir verachten die Gewalt. Doch würden wir unseren Wald fremder Willkür überlassen? Dieser Preis wäre zu hoch. Wir hatten uns selbst und unsere Heimat zu schützen. Und nur die Bruderschaft der Morgenviper konnte die Gefahr bannen, die drohend über uns schwebte. Doch nicht allein. Wir mussten ihr mit vereinten Kräften begegnen. Die drei Stadtstaaten schlossen sich zusammen zur Eoseischen Allianz. Und wir waren auf dem richtigen Weg. Doch dann kam das Unglück auf dem Feld von Cardenau. Ein Kampf, der alle Vorstellungen überstieg und unzählige Opfer forderte. Auch ich trage große Verantwortung dafür, da ich der Bruderschaft vorstehe. Noch heute, 5 Jahre danach, sind die Wunden des Waldes nicht geheilt. Ich weiß, wie klar euch das Unglück noch vor Augen steht, jedem von euch. Es hinterließ Spuren in unseren Seelen, die sich nicht auslöschen lassen. Der Schmerz ob all dieser Verluste erdrückt einem manchmal schier das Herz. Daher all die Wilderer, die Wegelagerer, ihnen fehlt die Kraft zur Gerechtigkeit. Auch unsere Fehde mit den Ixal besteht weiter. Sie schädigen den Wald und rauben ihm die Kräfte. Gridania ist in Bedrängnis. Doch denkt daran, niemand hier trauert alleine. Ups. Allein sind wir, weil Nofikas Schar uns im Regen stehen lässt. Wenn seine Pflicht erfüllen würde. Auf der Karte Noah Heide ist eine unbeschreibliche Tragödie geschehen. Uns bleibt nur, der Helden zu gedenken. Mit Respekt und tiefer Dankbarkeit. Hört sich irgendwie besser an. Gedenken? Obwohl sich keiner an sie erinnert? Aber wir müssen auch nach vorne blicken, denn wir haben noch einen langen, schweren Kampf vor uns. Noch ist es zu früh. Alleine sind wir zu schwach. Ja, wir sehen die Galear-Festungen errichten. Wir sehen es. Aber wir müssen uns gedulden. Denn machtlos sind wir nicht mehr lange. Lasst uns erneut zusammentreten unter der Flagge der Bruderschaft. 5 Jahre, Brüder und Schwestern. 5 Jahre sind vergangen.
Es ist an der Zeit. Duldsamkeit ist eine Tugend. Doch diesmal wäre sie unser Untergang. Erheben wir uns und machen der Bedrohung ein Ende. Raise your hands. Gelitten haben wir genug. Nun trägt uns der Wind der Erneuerung. Auf in ein hoffnungsfrohes Morgen unter der Flagge der Bruderschaft. Denn dies ist der Wille der Gebieter, der Wille des Waldes, dessen Kinder wir sind. Für Reinheit, Gelassenheit und heiligen Frieden. Für Reinheit? Meine Saatseherin. Gelobt seien die Gebieter! Wir müssen schützen, was ohne uns den gehört. Wald sind wir nichts. Gefällt mir auf jeden Fall ein bisschen besser als die Ulda. Aber es ist irgendwie so ein bisschen so zu elbisch hier. Oder elfisch. Ah, so sehen wir uns wieder. Schauen wir mal, ne? Gucken, was die zwei jetzt noch sagen. Gridania wird von zwei wilden Stämmen bedroht. Zum einen von den Ixal, die ihre Göttin Garuda um Hilfe anflehen. Und zum anderen von den Sylphen. Sie sind Gridania zwar nicht grundsätzlich feindlich gesinnt, aber ihr Verhältnis zu uns hat sich zunehmend verschlechtert und es gibt Gerüchte, dass sie ihren Primai Ramu beschwören wollen. Mhm. Gut. Gridania ist ein friedliebender Staat. Gefällt mir grundsätzlich eigentlich ganz gut. Deshalb hat man mit den Sylphen Verhandlungen geführt und ein Bündnis geschlossen. Den Ixal stellt man sich entgegen, aber man geht nicht zum Gegenangriff über. Das Hauptaugenmerk der Gridania liegt darauf, den Wald zu stärken und Eindringlinge fernzuhalten. Solange in ihrem Waldreich Frieden herrscht, interessiert sie nicht, was außerhalb passiert. Ich sag ja, das ist so ein bisschen elbisch, das Ganze, ne? Erstmal unser Gebiet und dann nur, wenn es ganz schlimm kommt, dann helfen wir da draußen. Das, ja, ist okay, aber... Allerdings bleibt Frieden auf absehbare Zeit ein Wunschtraum. Die Ixal sind ein äußerst aggressiver Stamm und Garuda ist selbst für einen Primai besonders aufbrausend und zerstörungswütig. Die Bruderschaft der Morgenviper muss sich auf einen zähen Kampf vorbereiten, ob sie will oder nicht. In dieser Situation sind fähige Leute wie du natürlich heiß begehrt. Die Bruderschaft der Morgenviper wird dich mit offenen Armen empfangen, wenn du dich für sie entscheidest. Was denkst du? Ja, schauen wir mal. Gibt ja noch eine dritte Fraktion, ne? Gibt ja noch zum Glück eine dritte Fraktion. So. Map. Man kann hier gucken. Linsa Lominsa. Lanosea. Untere Decks. Ach, das ist ja entspannt hier. Das hier, muss ich sagen, gefällt mir ja von der Stadt am besten eigentlich, ne? Also die Stadt ist echt super fett. Du bist gekommen, um der Gedenkfeier beizuwohnen? Dann beeil dich. Jawohl. Möchte ich. Eine Schlacht mit den Galearen? Ja, da können wir uns zusammenschließen, wie wir wollen. Die brechen uns das Kreuz. Hat auch schon einen coolen Charakter, ne?
Ruhe! Hört her, stolzes Volk der Meere! Seht die mächtige Flagge des Mahlstroms und sagt mir, fühlt ihr keinen Stolz? Yeah! Jawohl! Hier seid ihr, in Lim Salominsa, wo die legendäre Galadion einst strandete und das euch zum sicheren Hafen wurde. 700 ruhmreiche bewegte Jahre, Kinder der Meere, geleitet von Lümlen, unserer göttlichen Lotsin, die uns von armen Fischern zu stolzen Herren der See erhob. Yay! Ruhm und Ehre, jawohl! Psst, sieh dir die Drachenbootflagge von Lim Salominsa an. Dort hinter Admiral Melvib. Das Piratenschiff ist auf rotem Grund. Wegen all dem Blut, das in Limsas wilder Vergangenheit geflossen ist. Die Flotte des Mahlstroms weiß diese Stadt wohl zu schützen, auch wenn uns immer neue Ausgeburten der Hölle bestürmen. Entschuldigung. Jetzt hat das schon wieder hier ein bisschen den Fokus weggemacht. Blöde Webcam. Sogar Hilfe, Piraten, haben wir dafür die Hand gereicht, als wir den Galearen vor 5 Jahren gegenüberstanden auf der Ebene von Cartenau. Seite an Seite kämpften wir, Kinder der Meere, wir alle zusammen. Wir haben diese Brut zwar nicht ausgelöscht, aber gezeigt, wie Helden ihrem Ende begegnen. Mit Stolz und Freiheit. Lamentiert nicht, dass ihr sie verloren habt, sondern feiert ihr selbstloses Opfer. Selbstlos. Und doch denkt dabei jeder nur an die Seinen. Auch die wilden Stämme und die Galea sind selbstlos. Für ihr eigenes Volk. 5 Jahre lang haben wir diese Stadt wieder aufgebaut. Die Katastrophe hat viel zerstört und noch immer sieht man Spuren davon. Aber wenn ich von hoch oben den Blick über Lim Salominsa schweifen lasse, dann sehe ich, wir haben das Wrack wieder flott gekriegt. Wie damals die Galadion. Nein, besser noch. Warum fokussiert er manchmal neu? Guck mal, selbst da, jetzt hat er meine Hand fokussiert. Jetzt braucht er ein bisschen, das verstehe ich. Aber er braucht verdammt lange, ne? Jetzt hat er es wieder. Aber manchmal macht er es einfach so. Sehr komisch. Naja, weiter hier. Aber einige Widersacher beschießen unsere stolze Galeone mit Enterhaken. Die Sahagin kommen an Land gekrochen und suchen fette Beute für ihren Leviathan. Die Flossenbrut, diese glitschigen Hunde! Das darf doch nicht sein! Und damit nicht genug. Aus ihren Minen in Ogomoro spähen die Kobolde und glauben, dass ihr Titan sie beschützt. Diese Wilden sind eine Gefahr und ein Hindernis für unsere Zukunft. Ganz zu schweigen von den hartnäckigen Galeanen. Dieser Abschaum baut uns eine Festung nach der anderen vor die Nase. Eine Frage von wenigen Monden, bis sie uns angreifen. Von 3 Feinden sind wir umgeben, Limsa. Und dazu noch ausgelaugt durch den Kampf gegen die Piraterie. Die haben es anscheinend leicht. Wir sind mitten im Auge des Sturms. Und nur ein Kurs führt uns in stillere Gewässer. Die Wilden vertreiben
und die Galear in die sieben Höllen schicken. Das ist der einzige Weg. Doch wir können ihn nicht alleine gehen. Nicht in dieser Lage. Der Mahlstrom braucht Hilfe. Zu Land und zu Wasser. Ihr alle, Freibeuter, Räder oder Abenteurer, schließt euch uns an und wir werden diese Plage vernichten. Seht auf zu der scharlachroten Flagge, Kinder der See. Wir sind frei wie die Winde, die uns auf ihren Schwingen tragen. Und frei werden wir bleiben. Vereinen wir die Kräfte. Und niemand wird uns mehr einzuschränken wagen. Der Admiral lebe hoch! Melvin! Wo ist meine Mannschaft? Das ist ein Teufelsweib! Ja, wir zeigen's diesem Abschaum! Finde ich eigentlich bisher am besten, ne? Ich glaube, die haben die meisten Probleme hier. Ah, so sehen wir uns wieder. Mal gucken, was die jetzt wieder Negatives zu labern haben. Wie Melvib ganz richtig bemerkt hat, bedrohen zwei wilde Stämme und ihre Primae die Existenz Linsalominsas. Zum einen die Sahagin mit ihrem Primae Leviathan. Zum anderen die Kobolde mit ihrem Primae Titan. Das hört sich sehr interessant an. Kobolde und die haben einen Gott, der heißt Titan. Sehr cool. Linsalominsa ist ein höchst instabiler Staat. Zusätzlich zu den wilden Stämmen gibt es in der Umgebung einige Stützpunkte des Galeischen Königreichs. Außerdem sind sich die verschiedenen Piratengruppierungen alles andere als einig. Sind ja halt auch Piraten, ne? Also, logisch. Die Führung Limsas ist mit all den Problemen und Bedrohungen überfordert und kann nur notdürftige Gegenmaßnahmen ergreifen. An einen befreienden Rundschlag ist kaum zu denken. Damit Linsalominsa gegen die Galea vorgehen kann, müssen erst die Piraten unter Kontrolle gebracht werden und die wilden Stämme befriedet werden. Der Mahlström wird also verstärkt gegen die wilden Stämme vorgehen, was ein äußerst blutiges Unterfangen werden dürfte. Jemand mit deinen Fähigkeiten ist dann natürlich hoch willkommen. Der Mahlström wird froh sein, wenn du ihm beitrittst. Ich glaube schon, ja. Hört sich eigentlich gut an. Ich glaube, da gibt es viel zu tun. Und Kobolde natürlich. Ja, hallo, hallo. Houston, kannst du mich hören? Ich bin's, Milfilia. Hast du alle Reden gehört? Es ist ja schon einige Zeit vergangen, seit du aufgebrochen bist. Die drei Jungs in der Kajüte hier sind schon total nervös, wie du dich entscheiden wirst. Mein Spaß. Wenn die Gedenkfeier vorbei ist, dann komm doch bitte zurück zum Sonnenwind. Die Offiziere der staatlichen Gesellschaft warten hier auf dich. Naja, ich hab's ungefähr wiedergegeben. So, cool. Also ich werde mich... Also es ist so. Uldar waren wir jetzt schon am Anfang. Ist recht schön, aber ist halt Wüste, ist halt kahl. Gefällt mir nicht ganz so gut. Und das war zu viel Bettelei. Dieser Walddings, Gridania, ist ein bisschen zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist halt auch im Wald. Das ist auch nicht so mein Gebiet so. Und das hier ist halt so ein bisschen Seefahrt. Ist alles weiß, es ist alles schön, es ist riesig. Und die haben viele Probleme hier. Und wenn man sich das einfach mal anguckt hier, das sieht so geil aus. Das ist einfach so schön hier. Und deswegen werde ich hier hingehen, nach Linsalominsa. Mit dem Melvib, der Melvib. Genau. Und jetzt port man es doch mal zurück, ne? Würde ich sagen. Cool.
jeden Fall. Westliches Tanalan. Upsala, falsche Richtung. Und wieder latschen, ne? Das muss ich ja sagen, das stört mich ein bisschen. Die sagt mir jetzt aber nicht... Boah, das ist auch geil. Hier pixelgenau. Hier der Sound der Schienen. Hier der Sound von normalem Holzuntergrund oder so. Schon cool gemacht. So eine kleine Schiene und zack, ändert sich der Sound. Der Sound beim Laufen natürlich. Ah, wie mache ich das? Ach, wenn ich am Meteoriten bin, rechtsklick drauf und dann als Favorit speichern. Dann wäre es ja sinnvoll, erstmal die drei Hauptstädte zu nehmen, ne? Ja, cool, danke. Sehr gut zu wissen. Ich finde es ja schon schön, dass man sich überall hinporten kann. Für ein bisschen Geld, klar. WoW kostet's Geld und du machst halt... Und du musst trotzdem noch hinlatschen. Das ist gut zu wissen, dankeschön. So. Schön.